Hallo Freunde der Klemmbausteine, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute bauen wir was richtig Großes. Ja, nach zahllosen kleinen Sets, die ich in letzter Zeit gebaut habe, brauche ich mal wieder was Großes, wo ich auch über mehrere Tage dran baue. Ich habe nebenbei noch einen Job. Wir haben von Singbau die 01026, die große Sattlerei, Poststation, Kurierstation, wie auch immer. 2490 hoffentlich wunderbare Teile. 6 oder 7 Minifigürchen sind dabei und das Ganze habe ich damals im Frühlingssale von Bluebricks für 24,90 Euro geschossen. Ja, sensationell. So ein Deal werde ich im Leben nie wieder machen. Hier auf der Seite haben wir die Minifigürchen. Es sind 6 in diesem Fall. Und auf der Rückseite, ganz schön schwer, haben wir die anderen großen Sets, die es noch gibt und ein paar Detailfotos von diesem Set. Ja. Hier drüben habe ich jetzt noch die Maße. Das ganze Ding soll 27 cm breit und 25 cm hoch werden. Ich gehe davon aus, es steht auf einer Grundplatte. Es wird also auch ähnlich tief sein. Wir machen mal auf, oder? Wir schauen mal rein. Die Mini-Studio-Serie ist hier dadurch aufgefallen, dass der Karton fast so groß war wie der hier, nur eben für 400 Teile. Das hätte ich vorher mal üben sollen, glaube ich. Junge, Junge. Aha. Nummer 1. Ich glaube, deswegen sind da die Löcher drin. Nummer 2. Riesenkarton erstmal weg. Jetzt weiß ich gar nicht, was Karton 1 und 2 ist. Ich gehe mal von aus, wir brauchen eh beide. Wir machen einfach mal einen auf. Also vom Gewicht her kann ich schon sagen, ist gut gefüllt. Karton 1, komm, dann machen wir es doch gleich komplett. Da ist die Anleitung drin, gehe ich mal von aus. Ja, und Karton 2 ist ebenfalls gut 3/4, 2/3 gefüllt. Wir leeren einfach mal einen aus. Wir haben eine dunkelgraue Baseplate. Jede Menge Teile. Ein dickes Buch. Ein Singbau-Teile drin. Jetzt weiß ich immer noch nicht, ob ich... Ja, ich brauche beide Tüten, weil ich sehe hier schon 8. Das kann ja nicht Bauschritt 1 bis 8 sein, also machen wir es kurz. Ja. Hätten wir das Thema auch erledigt. So, ich sortiere das mal kurz. Und dann melde ich mich bei euch wieder. Ich habe jetzt die Teilchen mal sortiert. Wir haben insgesamt 9 Bauabschnitte. Eine kleine Plate und eine Baseplate. Dazu später noch mehr. Ich werde jetzt mal nur den Bauabschnitt 1 auf meine Tellerchen verteilen. Das andere hier so ein bisschen wegschieben, damit ich Platz habe. Und dann schauen wir uns mal die Anleitung an und gucken uns mal die ersten Teilchen so an, was wir so von der Qualität zu erwarten haben. Werfen wir mal einen Blick in die Anleitung. Ich habe das schon mal gemacht, aber ich habe so ein komisches Brummen auf einmal drin, deswegen muss ich das nochmal machen. Verzeiht mir, wenn ich was vergesse. Ich habe einen Aufkleberbogen gefunden. 4 Aufkleber bei 2500 Teilen ist okay. Es sind relativ große Aufkleber. Ich hoffe, dass sie nicht über mehrere Teile geklebt werden. Ich fürchte allerdings schon. Wir werden es rausfinden. Wir haben hier eine geklebte Anleitung, relativ dick. Wobei für 2500 Seiten habe ich auch schon 2500 Teile habe ich auch schon dickere Anleitungen gesehen. Wir haben hier ein bisschen Informationen über die Kretang-Dynastie in Chinesisch und Englisch. Wir haben ein paar Illustrationen über das Set und das Beiwerk, die Pferdekutsche. Ein paar Zeichnungen, Illustrationen. Ich weiß nicht, von der Entwicklung oder ob das Vorschläge waren. Ich finde, das sieht recht angenehm aus. Ist halt in Englisch und Chinesisch gehalten, kann ich beides nicht vortragen. Hier so die Entwicklung des Häuschen bis zum Finale. Hier so ein Vorschlag über die Anordnung der verschiedenen Architecture-Sets, die es gibt. Hier die 4 Sets aus dieser Serie. Es scheinen wohl 8 zu sein, es scheinen wohl 2x4 Sets zu sein. Hier haben wir einen kurzen Übersicht über die Figürchen. Oh,
Und dann haben wir hier die Bauschritte. Habt ihr recht mal festgestellt, dass ich nur 8 Bauschritte habe. Der 9. Bauschritt besteht darin, oder der Bauabschnitt, Entschuldigung, der 9. Bauabschnitt besteht darin, die 6 Minifiguren zusammen zu klöppeln. Ja, also 8 Bauschritte für 2.500 Teile ist okay. Ich kann euch auch leider nicht die gesamten Bauschritte sagen, weil jeder Bauabschnitt wieder bei 1 anfängt. Ich kann euch aber sagen, dass wir 174 Seiten für 2.500 Teile haben. Und wenn wir so durchgucken, so kurz, so grob, haben wir recht große Bilder. Mal weniger, mal mehr Teile. Also es sollte keine Schwierigkeiten geben, das Ding hier zu bauen. Wie ihr seht, haben wir verblasste Darstellungen der alten Bauabschnitte, Bauschritte. Und das neue wird mit Pfeilen gekennzeichnet und in Vollfarbe. Sollte sich also bauen lassen. Zu den Teilchen. Ich habe als erstes diese Tüte ausgepackt und habe direkt ein paar Roundteils hier gesehen, die ein bisschen mitgenommen aussehen. Und dachte schon so, oh, Qualität so, ja, Singbau-mäßig. Kriegt das, ja, so kriegt man es recht gut eingefangen. Ihr seht diese leichten Kratzer und matten Stellen. Dann habe ich die Tüte ausgepackt mit den 2x2 Fliesen und habe direkt angefangen zu leuchten. Ja, ich weiß nicht, das ist ein ganz anderer Hersteller. Also das kommt nicht aus derselben Fabrik wie die Runden. Die sehen richtig schnieke aus. Auch die Steinchen hier neben, die Kanten sehen schön glänzend aus. Keine Fragen. Das wird schon toll aussehen, hoffe ich. Wie wir am ersten Bauschritt sehen, ja, man sieht hier immer, was man hier so baut. Also ja, das war bei den Minis jetzt schon sehr anstrengend, die ganzen kleinen Teilchen auf den Boden zu zimmern, um die Fußbodenoptik darzustellen. Da gibt es Schöneres. Panzerkettenklemmen zum Beispiel. Ja, das macht man einmal, dann ist gut. Ja, gehört mit dazu, oder? Wie seht ihr das? Es sieht ja nachher schön aus. Guckt da. Und es passt ja auch optisch. Ja, da muss man halt durch. Ja, und ich fange jetzt mal an zu bauen. Ich freue mich schon drauf, bin ganz hibbelig. Und ich melde mich dann, ja, nach dem ersten Bauabschnitt oder sobald es was Interessantes zu erzählen gibt. Ich möchte euch kurz teilhaben lassen. Ich habe meine erste Odyssee hinter mir. Mal so locker 150 Teile hier auf die Platte gezimmert. Guckt mal, wie geil das aussieht. Ja, da oben meine Lampe spiegelt. Ja, wisst ihr auch, wie gut die Qualität ist von der Baseplate, die ich eigentlich austauschen wollte, weil normalerweise baue ich sowas auf Stackable Plates, weil sie einfach stabiler sind. Aber ich habe keine mehr in dunkelgrau, ich habe nur noch eine in 10. Ich habe leider vergessen bei Open Bricks oder nicht dran gedacht, mir welche mitzubestellen, mein Fehler. Ja, ich wollte halt nicht, dass das hier 10 rausguckt. Hätte man auch als Sand verkaufen können, aber ja, musste nicht sein. Ich habe halt die jetzt behalten und fertig. Ja. Aber jetzt glaube ich alle Fliesen aus dem Bauabschnitt schon verbraucht. Jetzt fange ich an, Wände hochzuzimmern und ja. Das dürfte nicht lang dauern, es sind ja nicht mehr viele Teile da. Ich habe den ersten Bauabschnitt abgeschlossen und schau doch mal, wir haben den Pferdestall gebaut, ja, zumindest den Anfang davon, hauptsächlich die Rückwand des Pferdestalls. Gucken wir uns direkt mal an, oder? Ich zeige es euch von außen, dann seht ihr es am besten. Wo ist mein Licht? Da ist mein Licht. Die Teilequalität ist sensationell. Wirklich gut. Nichts zu meckern, das glänzt und glitzert, keine Farbabweichung, ein paar Steinchen drin, um das Muster abzusetzen. Alles versetzt gebaut, Ecksteine drin, alles stabil, super Sache. Abgesetzter Sockel hier unten in Grau, getrennt mit Blade Modified, mit Rail, super Sache. Hier innen drin haben wir so den Pferdestall angedeutet, wir haben hier ein Ersatzrädchen für die Kutsche, wir haben hier ein Gatter, das man auch aufmachen kann, wenn man zwei Hände zur Verfügung hat. Wir haben hier eine Pferdetränke, da sind auch einmal eins transparente Trans-Blue Round-Tiles drin, Round-Blades drin. Die habe ich nur rausgenommen, weil sie wären jetzt nicht mehr drin. Ne? Neben hier so ein Strohballen, Strohhaufen angedeutet. Ja, super. Im zweiten Bauabschnitt bauen wir primär das Dach von dem Stall. Bisschen rundherum noch Gestaltung. Ich habe drei Hotelhüs hier, die ich zusammensetzen muss. Die wirken ziemlich groß, die Pferde, muss ich ehrlich sagen. Schauen wir uns dann mal an. Und ich würde sagen, die baue ich jetzt einfach mal. Jo.
Der zweite Bauabschnitt ist fertig und somit haben wir den Pferdestall fertiggestellt. Wir haben hier ein mega cooles Dach gebaut für auf den Stall. Wir haben drei putzige Pferde hier drin stehen. Wir haben der Mauer hinten ein Dach verpasst und wir haben ein Eingangstor bzw. hier so eine Pforte gebaut. Im Übrigen habe ich festgestellt, dass laut Bild das hier die Vorderseite von dem Set ist. Naja gut, lassen wir mal dahingestellt sein. Hier sind die zwei Fliesen. Der Aufkleber soll hier drüber, der lila, ne? Irgendwann, ich bin jetzt bei Bauabschnitt 3, komme ich jetzt hin, irgendwann 5, 6 oder so, im Bauabschnitt 5 wird er aufgeklebt. Fragt mich nicht warum, es wird eh nicht passieren. Ist über zwei Teile, klebe ich nicht drauf. Dann haben wir außer der Pforte hier noch hier so ein Eingangstor gebaut, das allerdings nur Deko ist. Und zwar aufgrund, ich nenne es mal einen bautechnischen Mangel. Und zwar haben wir sowohl hier vorne wie auch hier hinten keinerlei Verbindung zu der Mauer. Die stehen einfach nur auf diesen zwei Pfosten. Während das hier vorne gar kein Problem darstellt, da hier kein bewegliches Teil dran ist, es labbert halt so ein bisschen hin und her, aber ist okay, es fällt nicht um, es hängt stabil, die Klemmkraft ist gut. Ist das auf der Seite hier ein Problem? Ich weiß nicht, ob das im Video schon, ja, ihr seht es an den Schattierungen, diese Steine drehen sich in sich. Die Klemmkraft der C-Klemms, die an diesem Tor hier dran sind, sind derartig hoch, dass man es nur bedingt, also nur mit Festhalten des Rahmens überhaupt diese Tür bewegen kann. Die Tür an sich finde ich wiederum schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder das Tor ist cool gemacht. Meiner Meinung nach hat man hier versäumt, man hätte hier eine Verbindung. Man hätte es hier mit der Ebene, mit der Mauer hier irgendwie verbinden müssen. Oder diese Klemmen, die die Türen halten, einfach direkt hier in die Wand integrieren müssen. So ist das nichts. Ich habe aber hier oben auch noch keinen Weg gefunden, das zu verbinden, da die Höhen mit der Mauer überhaupt nicht übereinstimmen, weder hier noch hier. Vielleicht lasse ich mir da noch was einfallen. Ich meine, ja, da macht man ein Slope drüber, das geht schon, das kriegt man schon irgendwie hin. Ja, ach so, wir haben hier so ein paar, ja, Feuerstellen oder was? Ja, ich würde es also als diese Feuerstellen so bezeichnen, oder? Schreibt mir doch mal drunter, ich finde die recht cool. Könnte doch irgendein Roboter aus Star Wars sein, aber wird halt nicht ins Thema passen, oder? Ja, cool. Im dritten Bauabschnitt erwartet mich wieder die Hölle. Ich habe es schon gesehen, nachdem ich die Teile hier ausgepackt habe. Ich zeige es euch hier gerade mal so kurz. Also wir fliesen den ganzen Boden mit einmal eins fliesen. Ja, ich bin begeistert. Ihr lacht euch gerade ins Häuschen, ist mir schon klar, ihr müsst es ja nicht machen. Aber ja, meine Freude hält sich in Grenzen. Da muss man durch. Da hilft nichts. Das sieht toll aus, sind wir dankbar dafür, dass es überhaupt gefliest ist. Ja, und damit werde ich jetzt anfangen, damit ich das so schnell wie möglich hinter mich kriege. Ich bin jetzt hier so Mitte des dritten Bauabschnitts und schaut mal, was ich hier so gebaut habe. Ich blende euch erstmal ein Foto ein von dem Boden, als er noch komplett frei war. Das sieht schon mächtig cool aus. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Also ich habe diese 1x1 Plates immer in eine Reihe rein. Dann habe ich meinen Teiletrenner genommen, habe immer mit der Noppe so ein bisschen gehebelt, um die einigermaßen gerade auszurichten. Und ohne mich selbst zu loben, ich habe das ganz gut hinbekommen, glaube ich. Sieht cool aus. Dann haben wir hier jede Menge Deko gebaut, abgesehen von der Wand natürlich. Die Klemmkraft ist übrigens super. Farbabweichung konnte ich jetzt auch noch keine feststellen. Und ja, ich finde das cool. Wir haben hier so ein paar Peitschen an der Wand, hinten eine Blume in so einem Pearlgold-Kelch. Wir haben eine Treppe gebaut, natürlich gefliest, wie sich das gehört. Hier sieht man allerdings auch die kleinen 1x1 Fliesen, haben dasselbe Problem wie die Round Tiles, die in Grau, die 2x2. Die sind ein bisschen abgenutzt, stört mich jetzt aber hier in dem Fall nicht so sehr. Ist nachher eh in. Und hier haben wir nochmal drei Ersatzzettel. Die passen übrigens auch auf die Pferde drauf. Das sind genau dieselben. In Dark Blue Gray, beziehungsweise hier eine in Pearlgold. Ja. Dann habe ich noch zwei Wände gebaut. Man baut das übrigens komplett separat, so wie ich das hier habe, laut Anleitung. Und wird es dann nachher hier auf diese Stelle draufsetzen. Hier haben wir so ein nettes Wändchen gebaut. Hier haben sie übrigens ganz cool immer so mit einer 2-Blade so eine Verbindung geschaffen, dass das richtig stabil ist. Das kommt hier hin. Das war auch der Grund, warum ich euch das jetzt gezeigt habe, weil in 10 Sekunden kann man nicht mehr richtig reingucken.
dann sieht das Ganze nämlich so aus. Ich finde das optisch recht gut gelungen. Hier kommen jetzt noch Pfosten hin mit Türen, also dieselbe Tür, die da ist. Ich hoffe, dass sie hier zumindest verbunden wird. Dann habe ich noch jede Menge rote Teile, um die Deko außenrum ein bisschen abzustufen. Und das werde ich jetzt tun. Ich wollte mal kurz zeigen, was sie hier besser gemacht haben, wie an den anderen Tor. Also, wir haben das Gebäude hier, können wir kurz zeigen. So rundherum, super stabil, mega. Wir haben hier Blades drüber gezogen, einmal braune, rundherum über die ganzen Mauern, bis auf die Eckelemente. Und hier sind auf jeder Ecke sind Eckblades drauf, die dann wiederum diese Säulen mit der Wand verbinden. Was zur Folge hat, dass es mega stabil ist. Was in der letzten Konsequenz dazu führt, dass ich das Tor hier benutzen kann. Das kann ich einfach bewegen, ohne dass mir irgendwas wegwackelt. Habe ich übrigens vorhin vergessen, hier sind zwei Fliesen an der Wand, da kommt Aufkleber Nummer 2 drauf. Wir haben jetzt hier das Gebäudeunterteil fertiggestellt. Und wir haben, zeigt euch mal so rundherum, hier nochmal so zwei Ebenen draufgepackt mit Blades dazwischen. Alles über Eckverbinde, super stabil. Wir haben hier so ein paar Seilelemente reingemacht, die sind noch ein bisschen lose. Die werden, ich habe vorgelupscht, nachher mit dem Dachüberstand werden die fixiert, wird also stabil, fallen auch jetzt nicht runter, alles super. Wir haben innen drin die Treppe weiter fortgesetzt, für hier nach oben, finde ich auch cool. Und jetzt sollen wir laut Anleitung das Ding so rum hier draufsetzen. Ich habe das Ganze jetzt mit meinem Mold King Hämmerchen ein bisschen festgeklopft und so sieht das Ganze dann aus. Ich finde das mega, echt krass. Funktioniert super, mega stabiles Set. Ja, hätte ich eine Stackable Baseplate, wäre es noch ein bisschen stabiler. Ist aber soweit okay. Ich trage das ja nicht permanent in der Gegend rum. Der nächste Bauabschnitt ist, wie ich vorhin schon angekündigt habe, teilemäßig recht übersichtlich. Wir bauen hier vorne so den unteren Teil von der Kurierstation, Schmiede, was auch immer in der Richtung. Wir werden es gemeinsam herausfinden. Mit dem vierten Bauabschnitt haben wir jetzt hier eine kleine Schmiede gebaut. Und die finde ich mega cool, muss ich sagen. Ist jetzt keine Schmiede, in der Waffen oder irgendwas produziert wurden. Da wurden einfach Hufeisen beschlagen, würde ich ganz einfach sagen. Wir haben am rechten Rand so zwei Sättel nochmal stehen als Deko. Wir haben in der Mitte einen Amboss mit so einem schwarz glänzenden Hammer. Wir haben The Lord of Rings, also ein Pearl Gold Ring in der Mitte auf dem Amboss und zwei Flat Silber neben auf der Feuerstelle. Die Feuerstelle, ich habe euch ein Foto gemacht, da sind so Trans Orange Elemente drin, die das Feuer darstellen. Und ja, war jetzt ruckzuck gebaut, war jetzt nicht so der größte Bauabschnitt. Anmerken möchte ich noch hier hinten diese Rückwand, da soll dieser Aufkleber drauf, der braune. So rum. Auf vier, einmal vier Fliesen, die auch nicht in dieser Farbe sind, weil die wären normalerweise hier in blau und, also in hell und dunkelblau. Ich kann die Farbkombination auch mit dem Aufkleber nicht verstehen in dem Zusammenhang. Da ich den Aufkleber nicht anbringe und das in dem Blau absolut schrecklich ausgesehen hat, habe ich hier die Fliesen durch Light Blue Spray, Dark Blue Spray ersetzt. Leider habe ich keine C-Clamps oben, die sind weiterhin in blau. Ja, kann ich mit leben. Kommt ein Dach drüber, sieht man nicht mehr. Jetzt muss ich mal kurz reinschalten, weil es gibt was, was ich nicht verstehe. Also, erstmal vorneweg, wir haben hier das Gebäude weiter aufgestockt, haben das übliche Muster hier reingesetzt, haben Fliesen und Jumper Blades aufgebracht, damit das Ganze modular ist, dass wir das Dach abnehmen können, so weit, so gut. Was ich euch jetzt kurz zeige ist, komm her, ihr seht hier das Braune, was da rausguckt. Das liegt daran, dass ich den 1x1 Brick in Weiß ausgetauscht habe gegen einzelne Blades und 1x2 Blade in Braun, damit ich dieses Tor hier mit dem Gebäude verbinde, damit es fest ist. Ich habe noch mehr Änderungen vorgenommen, aber dazu später mehr. Nur, um das Braune jetzt zu erklären. Was ich jetzt nicht verstehe ist, ihr seht es hier in der Anleitung, wir haben hier diese Konstruktion, also die Grundfläche des Dachs und hier ist eine Lücke. Weil hier, das ist das Ding, hier kommt eine 1x3 Blade, eine 2x3 Blade rein und dann bleibt diese Lücke hier. Die wird anschließend geschlossen durch so ein Teil, durch zwei Blades. Gar keine Frage, alles okay.
Aber warum? Es gibt keinen Grund. Sie wäre hier an der Stelle, aber hier ist ja eh hohl gebaut, also es macht keinen Sinn. Ich habe hier eine 2x4 Blade, dann setze ich die drunter und dann habe ich nun ein komplettes Dach. Was soll diese Lücke? Habe ich nicht verstanden. Und alles, was ich nicht verstehe und ändern kann, ändere ich einfach. Also, Lücke weg. Dach ist hier. Steht das Dach eigentlich über? Ja. So. So. Supi, oder? Wir sind übrigens jetzt in Bauabschnitt 5.18. Und jetzt kommt der Aufkleber drauf von dem Torbogen, dass wir irgendwann im Bauabschnitt 2-X gebaut haben. Ja, nur mal so, um es erwähnt zu haben. Ich wollte euch mal kurz die Dachkonstruktion zeigen. Also, wir haben jetzt hier schon jede Menge Dachsteine drauf. Mega coole Qualität übrigens. Ich mag das in dem Matten. Wir haben hier die Technikrahmen. Jetzt kommen hier oben drüber nochmal 2 Technikrahmen. Diesmal in dunkelgrau, dass man die ja nicht verwechselt. Ja, so eine Laterne fällt gerne mal runter. Ich glaube hier ungefähr. Zeige ich dir doch gleich die Laternen. Cool gebaut. In der Mitte ist so ein Brick Modified mit Noppen an allen Seiten. Also ein 1x1 Brick Modified. Stange durch, Noppen dran. Ist super. Übrigens alles brennt. Die Problematik ist, obwohl das modular ist, ist durch die Anbringung der Laternen ist nicht ganz so einfach, dieses Dach wieder da dran zu setzen, ohne die Laternen abzurupfen. Also ich habe es bisher noch nicht hinbekommen, ohne dass mindestens eine abgeht. Ich sollte das öfters live machen im Video, dann funktioniert das auf Anhieb. Gut, ihr wisst ja auch nicht, wie oft ich das jetzt schon gedreht habe. Wir haben jetzt mit dem Ende des 5. Bauabschnittes dieses Dach abgeschlossen. Ich finde, das sieht mega cool aus. Ihr seht auch keine Farbabweichung. Ich habe übrigens vergessen, ich habe in der Schmiede auf dem Fußboden Farbabweichung. Da, ihr könnt mal reingucken, wenn ihr sie findet, dürft ihr sie behalten. Da sind ein paar Dark Blue, Gray, diese Dreiecksfliesen. Die sind nicht etwas dunkler, glaube ich, und waren etwas heller. Es spielt keine Rolle, man sieht es nicht mehr. Cooles Dach, auch neben die Seitengestaltung fand ich echt cool. Hier ein paar Lämpchen vorne dran, mega. Toll finde ich, dass sie mir hier oben auf dem Dach genau 16 Noppen übrig gelassen haben. Das ist ideal für meine 1x8 Dark Blue Spray Fliesen. Ich habe den 6. Bauabschnitt fast abgeschlossen und bevor ich jetzt hier die Wand dran zimmer, wollte ich euch mal kurz zeigen, wie es da innen drin so aussieht. Es ist nicht wahnsinnig viel. Also wir haben ein riesiges Bett im Verhältnis zu der Größe des Raums. Vorne ein kleines Tischchen mit einer Mikrofigur drauf und eben 2 Geländeelemente, die sich dann hier einfügen an diese Treppe. Von außen ist es wesentlich spannender. Ich zeige euch einfach mal die andere Seite. Wir haben hier echt coole Gelände. Das sind so C-Clamps dran als Deko-Element. Ich finde das Türkis echt cool. Und haben wir so rundherum gebaut. Von unten ist es wenig spannend, ein paar Blades. Und ja, so hätten wir es dann. Interessant sind diese Fensterfronten. Das ist nämlich hier so. Das ist hier mit Snap-Technik gebaut. Das kenne ich aus irgendeinem Architektur-Set von Lego, habe ich das erste Mal so gesehen. Das war das Weiße Haus. Ja, es war das Weiße Haus. Da ist die ganze Rückfront, oder die ganze Front ist halt so gebaut. Wahnsinnig anstrengend, sieht aber cool aus. Wird dann hier so drauf gesteckt. Und um das Ganze zu fixieren, kommen einfach Blades drüber. Singbauer scheint keine 14er Blades zu haben, weil bis 12 haben wir. Aber wir haben hier 14 breit. Deswegen ist das hier eine 6er und eine 8er. Und dann sieht das so aus. Wir haben eine kleine Lücke zwischen den Blades und den Fenstern, aber ich halte jetzt nicht für sonderlich dramatisch. Ist halt bautechnisch so bedingt. Ja, wir haben das Gebäude jetzt hier so abgeschlossen. Guckt, wir haben noch ein bisschen was aufgestockt, bisschen türkis, rot-weiß. Haben oben drauf gefliest. Und da setzen wir jetzt gleich das Dach drauf, das wir im 7. Bauabschnitt bauen.
Und dann sind sie auch schon fast durch. Jetzt im 7. bauen wir nur noch das Dach, ein bisschen Fahnenmast und so ein Klimbim. Und im 8. kommt noch die Kutsche dran und dann ist das Set schon fertig. Ja, cool. Ja, ich kann leider nicht mehr weiterbauen. Ich habe nämlich ein großes Problem. Meine Katze sitzt auf meiner Bedienungsanleitung. Mist, jetzt geht die wirklich. Okay, dann zeige ich euch halt, was ich gebaut habe. Bevor ich euch das Dach zeige oder die Konstruktion, wir haben hier so ein zusammenklappbares Bügeleisen gebaut. Das stellt man einfach so hier rein. Da das da nicht stehen bleiben wird, wenn ich das Ding rumhebe, ich weiß nicht, was es ist, es tut mir leid. Kann man da Pferde dran festmachen? Ich weiß es einfach nicht. Alles weitere wäre wild spekuliert. Dann haben wir so eine Fahne gebastelt, auf die der Aufkleber drauf sollte. Habe ich nicht angebracht, geht über 3 Fliesen, mache ich nicht. Auf der Rückseite habe ich ihn etwas verstärkt, weil es doch eine etwas labile Konstruktion war. Und dann haben wir hier das da gebaut. So viel zu dem, was wir jetzt angebaut haben. Was ich richtig schnuckelig finde, ist das hier. Dieses Obergeschoss von der Sattlerei. Also ich finde, diese Dachkonstruktionen sehen cool aus, passen auch gut zueinander. Mega cool gemacht. Super. Wir haben das Dach oben aufgesetzt. Keinerlei Probleme. Was mich wundert ist, man hätte hier auch nochmal so ein bisschen von diesen Pearl Gold Blades drauf machen, Teils drauf machen können. Als Deko, ja, wollte man wohl nicht. So, okay, dann halt nicht. Und das Ganze kommt dann hier drauf. Es gibt eine exakte Anleitung mit Bild von allen Seiten, wie man es aufsetzt, was totaler Humbug ist, weil wir ja ein viereckiges Loch ausgestanzt haben und es nur so da drauf passt. Ja. Und zeige ich euch das mal insgesamt. Ich habe das Ding ja runtergenommen, was runterfallen kann. Ich hoffe, ich habe es gut angedrückt, sonst habe ich gleich die Trümmer auf dem Tisch liegen. Und so sieht das dann hier aus. Cool. Ja. Im letzten Bauabschnitt bauen wir jetzt noch die Kutsche und beenden dann damit das Set. Und da hätten wir sie, die coole Kutsche. War noch ein richtiges Highlight gegen Ende. Die sieht echt klasse aus. Der eine Fensterladen hat halt so gar keine Klemmkraft. Die anderen gehen eigentlich, also die kann man so hinstellen, die bleiben dann auch. Natürlich hat die auch ein Dach, habe ich noch nicht drauf gemacht. Innen drin ist gar nichts, aber es ist immerhin gefliest. Oh. Hotte Hü vorne dran, ist miteinander verbunden, funktioniert. Einfache Dachkonstruktion, schönes Lobs. In einer mittleren Qualität. Und das kommt dann hier so drauf. Und dann regnet es auch nicht mehr in die Kutsche hinein. Kommen wir zum Fazit dieses wunderbaren Sets. Wir haben 4 Aufkleber dabei, die ich nicht angebracht habe. Und zwar gehören die Aufkleber einmal hier auf die Flagge, einmal hier auf das Schild über dem Torbogen, einmal in die Schmiede auf die Rückwand. Seht ihr jetzt nicht, habe ich euch im Video gezeigt. Und in der Sattlerei gibt es hinten noch 2x4 Fliesen. Da sollte auch einer drauf. Habe ich nicht angebracht. Ist verschmerzlich, würde ich sagen. Die Anleitung an sich, super einfach. Also überhaupt keine Fragen. Alles super gezeigt, gar keine Probleme. Mega cool. Super gemacht, Tsingbao. Cool. Schönes Ding. Sieht auch nach dem Bau noch toll aus. Bin ich sehr zufrieden mit gewesen. Ich habe ein paar Teile übrig. Und zwar die hier. Die sind übrig. Mir haben 2 1x1 Blades gefehlt. Dafür habe ich eine 1x2 Blade in Braun übrig. Da gehe ich mal davon aus, dass ich was falsch gemacht habe. Ansonsten ein paar Käseecke, 1x1 Steine. Nichts Weltbewegendes. Dann habe ich hier diese blauen Wasserdinge, die ich vergessen habe wieder einzusetzen und jetzt nicht mehr dran komme. Und das sind die Teile für die Minifiguren, die ich übrigens nicht aufgebaut habe. Die Minifiguren sind hier.
Das ist das Accessoire, was die Figürchen in der Hand haben. So. Und da ich die Figuren hergebe für jemanden, der freut sich schon drauf, er weiß es noch nicht mal, kommen die Accessoires auch in der Tüte fertig. Und dann habe ich Teile übrig, wo ich was ausgetauscht habe. Die gehört nicht dazu. Und zwar die Rückwand der Schmiede. Da hatte ich das Blaue übrig. Den 1x2-Brick hatte ich übrig, als ich das hier verbunden habe. Da gehe ich übrigens gleich noch drauf ein, was ich so geändert habe. Die wird auch noch eine 1x1 teilt übrig. Und die zwei dunkelgraue Käseecken, die brauche ich auch noch für ein kleines späteres Projekt. Und ja, das ist das, was ich übrig habe, weil ich was ausgetauscht habe. Da habe ich die 2x4 Plate rein, alles gut. So, jetzt haben wir das abgefrühstückt. Kommen wir mal zur Kutsche. Dann kann ich das hier wegräumen und kann das Set in die Mitte stellen. Kutsche finde ich toll. Cool gebaut, funktioniert auch, dreht sich, rollt, fährt, alles klasse. Die Slope-Qualität ist hier etwas, ja, mittelmäßig. Speziell die zwei Fliesen in der Mitte. Aber wenn ich hier mit meinem Cockpit-Spray drüber gehe, sehen die auch top aus. Habe ich jetzt nicht gemacht. Klasse. Ist okay. Kann man abmachen, kann man reingucken, ist nichts drin. Wahnsinnserkenntnis, oder? Gut. Kutsche. Widmen wir uns mal dem eigentlichen Set. Wunderbares Gebäude. Ich finde das optisch mega cool. Ich drehe es mal so ein bisschen. Klasse. Ich war begeistert. Also ich bin begeistert von dem Set. Es steht auch ein bisschen schief, weil es nicht ganz in der Mitte steht. Mega cool. Wir haben sehr viele Tenteile. Wir haben noch mehr Dachsteine. Genial, schön matt alle. Keine Fragen. Eine hat einen kleinen Kratzer oder eine kleine Abweichung drauf gehabt. Ansonsten sehen die alle top aus. Wir haben sehr viel weiße Bricks in verschiedenen Größen. Also einmal X-Bricks, 4er, 6er, 8er. 10er, weiß ich jetzt nicht. Wir haben jede Menge rote Plates, ein paar Platten dabei, alles super. Ich bitte zu berücksichtigen optisch, dass diese Fliesen hier von mir sind. Normalerweise sind die genoppt wie hier. Über meine Änderung berichte ich gleich noch. Die Angaben der Maße 27 x 27 x 25 cm stimmt soweit. Es hängt halt hier ein bisschen über. Ach, hier sehe ich gerade, die eine Laterne ist verbogen. Ja, na komm her. Lassen wir es 26 cm sein, ist auch okay. Sieht klasse aus, oder? Mega. Wir haben keine überraschenden Bautechniken hier, vielleicht bis auf die Snot-Technik für die Fenster hier an dem Obergeschoss von der Sattlerei. Ansonsten Standard. Nicht langweilig, sehr abwechslungsreich. Die Bauschrittunterteilung ist übrigens mega cool. Also ich kann das Ding hier auseinandernehmen, Etage für Etage, und habe praktisch die Bauschritte wieder hergestellt. Sehr gut. Mega, oder? Kommen wir mal zu dem, was ich geändert habe, beziehungsweise was ich jetzt noch ändern werde. Machen wir live zusammen. Und zwar habe ich hier oben noch Noppen, das gefällt mir so nicht, da ich ja die anderen graue Mauer auch alle gemacht habe. Ich werde jetzt nur andeutungsweise andrücken, weil es steht hier sehr wackelig auf dem Drehteller. Aber die haben wir hier oben dankenswerterweise zwei 16 Noppen übrig gelassen, sodass ich mit 2,8er Bricks arbeiten kann. 2,8er Blades, also jetzt habe ich es aber langsam. Die zwei Käseecken habe ich aus dem Set übrig, keine Ahnung, wo die herkommen. Und da dachte ich mir, die setzen wir auch noch drauf. Ah, alles super. Was habe ich geändert, stabilitätsmäßig? Also, ich blende euch jeweils Fotos ein, damit ihr es ein bisschen genauer seht. Die Mauer hier hat zu keiner Seite eine Verbindung. Die könnte man normalerweise direkt rausnehmen. Da habe ich, jetzt muss ich gerade mal gucken, ja, auf der Seite. Wir haben hier überall diese Überstände hier an den Ecken. Da habe ich einfach eine Noppe drunter gemacht, eine Dark Ten Noppe. Jetzt ist die auf der Seite fixiert, reicht vollkommen aus. Hier drüben hatte ich euch ja gezeigt, deswegen habe ich ihn 1x2 Brick übrig. Da habe ich einfach eine Plate, eine 1x2 Plate in das Mauerwerk reingesetzt. Und auf der anderen Seite habe ich einen Slope drauf gemacht, um es mit dieser Mauer zu verbinden.
Jetzt ist das hier auch bombenfest. Und das war jetzt alles soweit optisch. Funktionell muss man sagen, ist das die wesentliche Änderung hier. Und zwar habe ich auf der, an der Schmiede unten zwei einmal eins graue Bricks weggelassen und habe dafür so einen Mauerstein eingesetzt. Die habe ich noch hier, so dass ich jetzt hier die zwei grauen Steine übrig habe und habe das hier dann mit dem Slope verbunden. Und auf der anderen Seite habe ich einfach eine Noppe drunter gesetzt und habe es auch hier mit dem Haus verbunden, so dass diese Tür jetzt wirklich funktional ist. Die hatte normalerweise keine Verbindung. Es wäre völlig unmöglich gewesen, dieses Tor zu bewegen, ohne dass die Seite hier abreißt. Es wäre jetzt immer noch optimaler, wenn das hier unten oder in der Mitte nochmal eine Verbindung zu der Tennmauer hätte. Aber es geht auch so. Und ich habe natürlich dann hier oben alles gefliest, wenn ich schon dabei war, Slopes anzubringen. Das waren so meine wesentlichen Änderungen. Sonst kann ich mich nicht... Ach ja, logisch. Ich habe diese... Die Rückseite von der Schmiede, ich weiß nicht, da könnt ihr jetzt nicht reingucken, ich versuch's mal. Aber da kriege ich kein Licht rein, oder? Doch, und das geht so ein bisschen. Da würde es jetzt hinten ja eigentlich blau rausschimmern, wobei das ja auch relativ ist, weil es sollte ja da so ein Aufkleber drüber. Habe ich geändert, deswegen habe ich hier so blaue Fliesen übrig. Die passen leider nicht hier oben drauf, weil es ein anderes Blau ist. Sonst hätte ich das ja auch noch gemacht. Wunderbar, oder? Ich glaube, ich habe euch alles erklärt und gezeigt. Wunderbares Set. Die Kutsche passt übrigens nirgendwo hier rein. Die wird einfach nebendran gestellt. Die Figuren habe ich, wie gesagt, eingepackt gelassen. Oh, mal her. So. So steht das dann bei mir auf dem Regal. Oder so. Ich weiß es noch nicht. Irgendwie drehen wir das schon hin. Ich hoffe, ich konnte euch dieses Set etwas näher bringen. Bei Bluebricks ist es natürlich ausverkauft. Die haben alles rausgeworfen mit 75% Rabatt. Wenn ihr es irgendwo seht, um die 100 Euro hat es gekostet. Ich würde sagen, das kann man bezahlen. Von der Qualität her, von der Steinemenge her, wir haben 2500 Teile. Knapp. Super Sache. Die Fliesenqualität ist, wie gesagt, nicht auf Lego- oder Go-Bricks-Niveau. Die ist ein bisschen mitgenommen, aber ich habe schon schlechtere Fliesen gehabt. Und ansonsten ist die Teilequalität, die Steinequalität ist astrein. Klemmkraft, gar keine Probleme, nichts. Also da, wo was verbunden hat, wo es vorgesehen war, gar keine Schwierigkeiten. Ja, in dem Sinne, habt noch einen schönen Tag und denkt immer dran, Klemmbausteine verbinden.